Hallo, ich bin's, die Emmy, und ich bin heute auf etwas gestoßen, nachdem ich mir hier auf einer Karte mal angeschaut habe, wo eigentlich diese ganzen Überschwemmungen stattgefunden haben in Nordrhein-Westfalen und so weiter und so fort. Und Leute, ich glaube, es ist schlimmer, als wir uns das vorstellen können. Und zwar habe ich mich mal eine ganze Zeit lang mit den Rheinwiesenlagern beschäftigt. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, die waren hier in Remagen, dieses ganze Gebiet hier und hier Richtung Bad Breisig, Niederbreisig. Also hier waren diese ganzen Rheinwiesenlager, wo man noch nicht hinein darf, das ist noch gesperrtes Gebiet, weil es sollen da ja unmenschliche Dinge geschehen sein, zum Beispiel auch Leute lebendig begraben worden sein mittels Planierrauben und so weiter und so fort. Die Ahr geht hier Bad Neuenahr-Ahrweiler rüber und mündet dann in den Rhein hier unterhalb Remagen. Und hier waren die ganzen Rheinwiesenlager. Und ich denke jetzt, dass die Angst haben vor einer riesengroßen Sauerei, nämlich folgende, dass eventuell durch diese ganzen Überschwemmungen endlich herauskommt, was damals in den Rheinwiesenlagern eigentlich geschehen ist und dass sie da mächtig Angst davor haben. Und da müssen wir jetzt wirklich das Augenmerk drauf halten. Also ich bin wirklich geschockt. Ich bin geschockt. Und komischerweise lassen sie keine Hilfsleute dahin. Da wird dann behauptet, es wären Querdenker oder Rechte oder sonst irgendwas, die dahin gehen, um zu helfen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Antwort auf dieses unmenschliche, komische, nicht mehr nachvollziehbare Verhalten, das sie mittels der Polizei und sonstigen an den Tag legen. Macht euch da mal Gedanken drüber, aber ich denke, so ohne ist die ganze Sache nicht. Wenn die ganzen Lumpereien aufkommen, ich hab so eine Stinkewut, das könnt ihr mir glauben. Wenn die ganzen Lumpereien aufkommen, mein lieber Scholli, wo geht's hin? Wo geht's hin? In diesem Sinne, eure Emmy.